166 Bundesligaspiele, 37 Mal Champions League, 31 Länderspiele und jetzt ist er der Führungsspieler schlechthin bei den jungen Wilden des VfB Stuttgart. Holger Badstuber hat mit Sicherheit eine bewegende Profikarriere hinter sich, doch so ganz abschließen möchte der 31-Jährige noch nicht mit der Fußball-Bundesliga. Der VfB ist heute zu Gast beim FSV Frankfurt. Nur wenige Kilometer entfernt spielt die erste Mannschaft gegen die Eintracht. Ich denke, es kann sich jeder selbst ausmalen, wie gerne Badstuber ebenfalls im Deutsche Bank Park auf dem Platz stehen würde. Heute liegt der Fokus aber auf dem FSV, bei dem Thomas Brendel einen Wechsel im Tor vornimmt. Kenan Mujicinovic ersetzt den angeschlagenen Daniel Endres. Und der 25-Jährige sollte auch gleich im Fokus stehen. Der VfB in Weiß mit sehr hohem Pressing. Mujicinovic verschätzt sich bei diesem Ball und hat dann großes Glück, dass aus dieser Slapstick-Einlage nicht das frühe 0:1 resultiert. Die Cannstätter legen einen sehr ordentlichen Beginn hin, haben ja letztes Wochenende TuS Koblenz geschlagen und sind auch hier auf dem besten Wege zum Führungstreffer. Aber am Ende ist der Winkel etwas zu spitz für Marco Wolf. Trotzdem eine starke Szene des ehemaligen Leverkuseners. Der FSV tut sich sehr schwer damit, offensive Akzente zu setzen. Nächster Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, dann gibt es ein Halten. Und nach kurzem Zögern entscheidet Schiedsrichter Philipp Hofheinz auf Freistoß und zeige Luca Bazzoli die rote Karte. Völliges Entsetzen beim FSV Frankfurt, aber der Unparteiische aus Niefern bleibt bei seiner Entscheidung. Für mich ist dieser Platzverweis sehr hart, das Foulspiel ist natürlich unstrittig, aber Dominik Notnagel hier in der Mitte hätte da eventuell noch eingreifen können, aber auch diese Zeitlupe ändert nichts. Vazzoli muss nach 23 Minuten vom Platz, der FSV ab sofort also in Unterzahl. Und es gibt ja auch noch den anschließenden Freistoß. Badstuber verlängert in die Mitte, Hottmann schiebt ein. Aber sie haben den Pfiff schon gehört. Abseits entscheidet das Schiedsrichtergespann. Dem FSV bleibt zumindest die Doppelbestrafung erspart. Aber der VfB ist jetzt die deutlich bessere Mannschaft. Mohamed Sanko mit dem Ballgewinn und dem klasse Zuspiel Richtung Wolf. Jetzt ist es passiert. Stuttgart geht in Führung. Bittere 8 Minuten für Frankfurt, erst der Platzverweis für Bazzoli, dann bestraft Marco Wolf auch noch die vielen Ballverluste des FSV. Die Serie von 11 ungeschlagenen Spielen in Folge, sie wackelt gewaltig. Doch der FSV erholt sich dann etwas von dem Schock, das ist Azuak im Strafraum, der tanzt sich beinahe selbst aus, kommt dann aber doch noch gefährlich zum Abschluss. Beste Möglichkeit bisher für die Mannschaft von Thomas Brendel. Kurz vor der Pause fasst sich Maglica nochmal ein Herz aus der Distanz. Eigentlich ungefährlich, aber Mujicinovic macht das Ding nochmal heiß. Macht es dann aber umso besser. Klasse Fußabwehr gegen Sanko. Somit bleibt es nach rasanten 45 Minuten beim 1:0 für den VfB. Im Mittelpunkt stand vor allem Philipp Hofheinz mit seiner umstrittenen roten Karte. Nach dem Seitenwechsel bleibt es dann erstmal beim alten Bild. Der FSV steht sehr tief. Stuttgart greift an und Pasalic hat die nächste richtig dicke Gelegenheit. Scheitert aber an Mujicinovic, der auf der Linie eine starke Partie abliefert und sein Team in dieser Phase im Spiel hält. Aber der Druck der Gäste wird immer größer. Nächster Abschluss vom eingewechselten Zirkler aus der zweiten Reihe. Da fehlen nur Zentimeter zum 2:0. Mit zunehmender Dauer spielt beim FSV in Unterzahl natürlich auch immer mehr die Physis eine Rolle. Entlastung ist eher selten, aber jetzt gibt es mal Platz zum Kontern. Azuak mit viel Tempo rein in den Stuttgarter Strafraum und immerhin mal wieder ein Abschluss. Noch hofft Frankfurt zumindest auf einen Zähler. Aber auch der VfB zeigt, dass er kontern kann. Die Hintermannschaft des FSV ist viel zu weit aufgerückt. Sanko hat auf einmal völlig freie Bahn und die Vorentscheidung auf dem Fuß scheitert aber erneut an Kenan Mujicinovic. Wir gehen langsam rein in die Schlussphase. Die 74. Minute läuft. Marco Wolf hat das Auge für Marcel Zögler wieder klasse gehalten, aber beim Nachschuss ist Mujicinovic dann machtlos. Eine Viertelstunde vor dem Ende entscheidet Zögler die Partie. Es ist bereits sein 24. Treffer in der Regionalliga Südwest.
Der 29-Jährige stand ja sogar 16 Mal in der dritten Liga auf dem Platz. 2013 mit dem ersten FC Saarbrücken. Ein Treffer gelang ihm damals allerdings nicht. Danach war die Luft natürlich raus beim FSV. Stuttgart spielt das ungefährdet herunter. Sanko nochmal mit einer Möglichkeit, kurz vor dem Abpfiff. Aber es bleibt am Ende beim 2:0 für den VfB Stuttgart. Der FSV Frankfurt verliert damit erstmals seit dem 25. Oktober wieder ein Ligaspiel, hat aber bereits am Dienstag in Alzenau die Chance zur Wiedergutmachung. Stuttgart hingegen fährt den zweiten Sieg in Folge ein und steht jetzt in der Tabelle nur noch einen Zähler hinter dem FSV.